Heute sind wir für eine tolle Sache hier. Es ist eine sehr traurige Erdbeben passiert in der Türkei und in Syrien. Heute organisieren wir mit unseren Schulleitungen, mit Lehrkräften, Eltern, auch mit Schülern. Hier ist wirklich eine tolle Aktion geworden. Es sind viele beim vielen Essstanden da, von Grill zu Süßigkeitenstand, auch nochmal Getränke, jegliche Weisen. Da sind viele, viele Schülerinnen und Schüler, das machen die ehrenamtlich für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Es ist eine sehr traurige Sache. Mit so einer tollen Aktion verlangen wir von unseren Lehrkräften, Eltern, auch von den Schülern und hoffen, einen sehr hohen Beitrag nochmal für heute zu bekommen. Und danach nochmal werden wir mit Time to Help diesen Betrag nach Türkei und nach Syrien dann senden. Wir sind sehr stolz, ich bin sehr stolz als Geschäftsführer von diesen Schulen und Kindergarten. Da sind alle Schüler und auch Lehrkräfte und auch unsere Eltern waren von Anfang an, ja, nach dem ersten Tag, ersten stundenmäßig, haben die sofort sich gemeldet für eine Aktion. Und heute, wegen dieser Kälte, sehen wir viele Eltern dabei, viele Schüler dabei, viele Lehrkräfte dabei. Es gibt Lehrkräfte zum Beispiel hier in diesem Stand auch nochmal, Schüler auch dabei. Beim Grillstand sind unsere nochmal Lehrkräfte. Ich bin hier Lehrer am Gymnasium und unterrichte Mathe und Chemie. Mhm. Ja, wir veranstalten heute ein Kermes für die Bedürftigen in der Türkei und in Syrien, die halt gerade Not leiden wegen des Erdbebens. Und ich finde, es ist ein sehr schöner Grund, hier jetzt mitzuhelfen, um Spenden zu sammeln für die Türkei. Und dementsprechend helfe ich hier mit, verkaufe Döner. Ich helfe hier aus für eine Benefizveranstaltung für das Erdbeben, für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei. Und deswegen ist alles hier auf Spendenbasis. Wir sind einfach froh, dass wir auch unseren Beitrag irgendwie leisten können. Wir sind traurig, aber wiederum sehr glücklich, dass wir auch was dazu beitragen können. Ich finde gut, dass das ganze Geld, was wir hier verdienen, an die Türkei und Syrien dann gespendet wird. Ich finde es toll, dass wir damit Leuten, die das Geld wirklich mehr brauchen als wir, dass wir denen helfen können. Also das Engagement hier der Eltern, der Mitarbeiter, das ist wirklich hervorragend. Also das finde ich total super, wie viel kommt. Wir haben sogar noch welche, die gar nicht auf dem Tisch Platz hatten. Und das Ganze kommt halt wirklich den Erdbebenopfern zugute. Und das finde ich eine ganz hervorragende Sache, dass sowas organisiert und gemacht wird. Also wir sind ja auch wegen der guten Sache da. Wir möchten ja auch an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien einen guten Beitrag leisten. Einen Mini-Beitrag, aber zumindest möchten wir eben unsere Seite kenntlich machen, dass wir auf der Seite der Menschen sind, die eben ja, leiden und in diesen Tagen eine schwere Zeit durchleben müssen. Also ich finde die Veranstaltung sehr, sehr gut, weil ich arbeite selber fürs Deutsche Rote Kreuz. Und nachher habe ich Spendenaufträge auch schon laut aufgegeben und das ist mir hier alles sehr wichtig. Wie findest du allgemein diese Tätigkeit hier? Sehr gut. Ich meine, wir verdienen Geld und das halt ja auch für eine Hilfe, für eine Organisation. Ich finde es sehr wichtig, dass wir hier als Schule auch einmal zusammenkommen und Solidarität zeigen mit Syrien und der Türkei. Mit diesen vielen Opfern, die es da zu beklagen gibt. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Aktion, die uns auch als Schule zusammenbringt und uns zeigt, wie wichtig es auch wichtig ist, an andere Leute zu denken, ne, in unserer Zeit. Ich habe erfahren, dass als Hilfe für die Opfer oder die Hinterbliebenen in der Türkei des Erdbebens, dass hier eine Veranstaltung gibt und all das, was eingenommen wird, dass dann diesen Menschen zugutekommen wird. Das war für mich eine Motivation herzukommen und auch daran teilzuhaben und auch ein Stück quasi auch nochmal mitzuhelfen. Da wir auch Bekanntschaft haben, die leider unter dem Erdbeben leiden, fühlen wir es auch sehr und würden gerne unser Land helfen. Also sie ist hervorragend. Also bei meinen Gefühlen kann ich nur fröhlich sein, dass hier alles wunderbar läuft. Ja, die Veranstaltung ist gut aufgebaut.
Ja. Es gibt genügend zu essen und zu trinken, das ist ja immer ganz wichtig. Ja, das Wetter spielt nicht ganz so mit, aber ansonsten ist alles so, wie man sich das vorstellt. Wir spielen heute hier Musik für die, als Spendenaktion für die Opfer in Syrien und in der Türkei. Und es kam dazu, indem unsere Schule einfach Veranstaltungen gemacht hat, beziehungsweise machen wollte, indem wir diesen Menschen helfen, weil sie Hilfe brauchen. Jetzt in den Zeiten, wo so viel Desaster passiert, wo Krieg passiert, Unruhen passieren, alles Mögliche, ein Zeichen wollten wir euch noch mitgeben. Es gibt eine Sache, eine Sprache, die alle grundsätzlich verstehen, und das ist Musik. Also, ich bedanke mich für alle Teilnehmenden, Lehrkräften, Personal, Schüler und Eltern. Herzlichen Dankeschön.